wirkt schmerzlindernd besser als Ibuprofen. Das ist eine Lippenblüte und die wird auch gerade bestäubt. Ist ja der Wahnsinn. Hallo. Danke für die Präsentation. Wir sehen uns im nächsten Video, Bob. Das Wort Thymian stammt von dem griechischen Wort Thymos ab und bedeutet so viel wie Kraft und Mut. Was kommt denn da? Ich dachte, ich wäre der einzige Astronaut in der Gegend. Nein, die Leute wachen auf, die Leute wachen auf. Teilt das Video, teilt euer Wissen, teilt die Natur. Mit mir, mit allen anderen Leuten um euch herum. Und der Wandel geht ganz automatisch. Guck nicht zu den Schlechten, guck nicht zu dem Müll in der Hütte, dem Müll im Fernsehen, sondern beschäftige dich mit den Dingen, die dich glücklich machen. Und wenn du einen Schritt zurückgehst, gehst du nächste Woche wieder zwei nach vorne. Sei niemals böse zu dir. Mahlzeit zusammen. Ich bin Timo, ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde. Und in diesem Video sprechen wir über den Quendel, über den Arzneithymian, über den Feldthymian, über den kleinen Bruder vom echten Thymian, der sich aber nicht verstecken muss vor seinem großen Bruder. Auf gar keinen Fall. Denn der Quendel, der hat ähnliche Inhaltsstoffe. Und die Wirkung dieser Inhaltsstoffe in ihrer Gesamtheit, worüber wir in jedem Video natürlich sprechen und in diesem auch, ist absolut abgefahren. Super wertvoll. Denn der Thymian, wie in meinem letzten Tee-Video zum Beispiel erzählt, wirkt nicht nur bei Atemwegserkrankungen, bei Bronchitis, bei chronischer, bei Husten, bei Reizhusten, bei trockenen Husten. Nein, auch nicht nur bei Verdauungsproblemen. Nö, sondern dieser Thymian wirkt auch schmerzlindernd. Es gibt nicht besonders viele Studien zu Wildkräutern, aber die, die wir durchführen, die wir machen, die sind wirklich, die sind sehr, sehr vielversprechend. Ich bin für dieses Video, ich sag mal so, auch mal ruhig 600 Kilometer anreisen für ein Wildkrautvideo. Warum denn nicht? Ein bisschen Einsatz zeigen, guten Content bieten. Ich bin in Bayern. Ich weiß nicht aus dem Stegreif, was der Thymian für einen Nektarwert hat. Sehr, sehr interessant, wie ich finde. Pflanzen haben immer einen Nektarwert von 1 bis 4. Ja, 1 ist etwas weniger wertvoll, der Nektar für Insekten, und 4 extrem wertvoll. Und ich werde euch mal einblenden, was der Thymian für einen Nektarwert hat. Genau. Also für die Biene da unten Nektarwert 1000. Die arbeitet richtig fleißig was ab. Schön. Willkommen zur Botanik, Freunde. Und bevor wir noch näher an die Pflanze rangehen, gibt es von mir hier ein paar Eckdaten zu dem Quendel, Feldthymian, Arzneithymian. Das ist der kleine Bruder vom echten Thymian, meistens Quendel genannt, aber auch Arzneithymian oder Feldthymian. Genau, gibt bestimmt noch ein paar mehr Trivialnamen dafür, aber das sind die, die ich kenne. Genau. So, und um diesen zu erkennen, ist ein Lippenblütler. Lippenblütler, habe ich ganz oft erzählt, ist aber wichtig zu wissen, haben immer einen vierkantigen Stängel. Und dazu gehören auch oft aromatisch duftende Pflanzen, Melisse, Lavendel, Salbei, alles Lippenblütler. Und diese erkennst du, wie gesagt, an den vierkantigen Stängel oder, auf Zack wie ich bin, muss ich das sagen, an den Lippenblüten. Genau, so. Und diese Blüten stehen in länglichen Blütenköpfen. Mal kurz in die Kamera gucken, ob ich drin bin. Ja, hier. So, kann ich zu Hause vielleicht nochmal ranzoomen, aber wir gehen ja eh gleich nochmal näher ran. Die Blüten stehen in länglichen Köpfen. So, wenn sie noch ein bisschen größer sind, dann haben wir das Längliche noch mehr ausgeprägt. So sieht es aus. Dann haben wir die Tatsache, ja, dass die Pflanze an sich, die Stängel, die liegen oftmals nieder. Gibt es aber auch, so wie hier zu sehen, in aufsteigender Form. Wir haben hier niederliegende, aufsteigende Stängel der Pflanze. Das ist meistens so. Und diese Stängel sind zum Ende hin, wie beim echten Thymian aber viel ausgeprägter, sind die Stängel zum Ende hin nicht mehr vierkantig, sondern verholzt. Das zeige ich euch gleich noch von nahem. Das sind so ein paar Eckdaten zu der Pflanze. Und jetzt gehen wir mal so ein Müh näher ran. Kommen wir zu dem Teil, wo ich euch die Pflanze ganz genau zeige. Und wo wir sehen, ob ich meine Fingernägel geschnitten habe. Oder in einem spannenden Kräutervideo abgekaut. Wir sehen hier ganz, ganz klar, sehr gut zu sehen ist, dass die Pflanze, die Stängel, zum Grund hin verholzt sind. Das sehen wir hier sehr, sehr gut. Da haben wir keinen vierkantigen Stängel mehr, wie im Rest der Pflanze, in den frischen Trieben, sondern wir haben einen verholzten Stängel. Das ist beim echten Thymian ebenfalls so. Dann haben wir die
köpfigen Blütenstände habe ich euch schon gezeigt. Und jetzt versuchen wir uns mal, eine Blüte ganz genau anzuschauen. Da zoome ich rein. So. Ich denke, so funktioniert es. Wir sehen, sehr, sehr auffällig, dass die männlichen Geschlechtsorgane, die Staubfäden, sehr ausgeprägt sind. Das sehen wir. Dann sehen wir bei der Lippenblüte, haben wir denn mal eine schöne, also die sind alle schön, da kommt ein Zug, ich weiß nicht, ob man den hört, man sieht, die Lippenblüte, hier wo ich gerade dran bin, das ist die Oberlippe. So, und da haben wir dementsprechend die Unterlippe. Die beiden Kronblättchen gehören dazu, zu der Unterlippe. Das ist eine Lippenblüte und die wird auch gerade bestäubt. Ist ja der Wahnsinn. Hallo. Danke für die Präsentation. Wir sehen uns im nächsten Video, Bob. Das ist ein Komplize von mir. Wird gerade eingeladen. So, da haben wir, wie gesagt, die Lippenblüte. So, ich denke, ist der Fokus drauf. Da werde ich nochmal ranzoomen. Wie gesagt, mit den übertrieben langen Staubfäden, mit Staubbeutel. Und also die männlichen Geschlechtsorgane, da drinnen ist der Griffel und ja, sehr, sehr schön. Vierkantige Stängel, da zeige ich euch keinen Querschnitt. Da ist es ebenfalls, also da ist es am besten, dass ihr den Stängel durch die Finger gleiten lasst. Genau. Das ist natürlich bei einer Taubnessel mit etwas dickerem Stängel oder bei dem Wolfstrapp ist es natürlich viel, viel einfacher. Aber ist, ich finde, sehr gut zu fühlen, den vierkantigen Stängel, und sehen tut ihr diesen auch. Dieser ist bei blühenden Exemplaren übrigens leicht behaart. Ist leicht behaart. Vertraut mir. Ich glaube, das sehen wir aber auch. So, und zu guter Letzt zeige ich euch noch ein Blatt. Momentchen. Da haben wir, schön zu sehen, kreuzgegenständig angeordnete Blättchen. Und diese sind, ja, ich würde sagen, sehr eiförmig, ein klein wenig länglich. So, und anders als beim echten Thymian im Übrigen, kann ich euch auch sagen, sind diese ziemlich, ziemlich glatt. Und all das, was ich hier euch zeige, gezeigt habe, werde ich essen. Für irgendjemand interessant zu wissen. Oder mach mir einen Tee daraus. Ich werde es auf jeden Fall verwerten, bis auf den holzigen Teil. Daraus bastel ich mir eine Hütte. Jetzt guckt euch das doch mal an. Hier wächst einfach in Bayern Thymian mitten auf dem Weg. Und ich liege hier mitten auf dem Weg. Interessiert keine Sau. Bei mir zu Hause werde ich angesprochen, wenn ich mit Kräuterbuch und Kamera unterwegs bin, was ich denn da mache. Hier spricht mich gar keiner drauf an. Und warum nicht? Weil hier keiner ist. Hier ist keiner. Hier kann ich mich mitten auf den Weg legen. Ich sag ja, ich werde nur noch reisen und euch Kräuter vorstellen. Absolut abgefahren. Und hier, oh, ist einfach ein Grashalm mitten in meinen Mund reingewachsen. So lange liege ich schon hier. Und hier wächst der Thymian einfach mitten auf dem Weg. Bei uns zu Hause wächst noch nicht mal Gras mitten auf dem Weg. So viele Menschen laufen da lang. Keine Chance. Da vorne, 10 cm kann ich fast hingreifen, wächst die Wegwarte. Der absolute Hammer. Oder Menning, was ich hier sehe, was hier überhaupt noch alles blüht. Freunde, das ist so abgefahren, unglaublich. Ich will nur ganz kurz sagen, wir gehen jetzt weiter. Von da hinten sind wir gekommen, Freunde. Ich habe den Weg mal verlassen. Bin mal auf diese Wiese hier gestiefelt und wollte mir mal anschauen, was hier so los ist. Was geht hier so ab auf der Wiese? Und Freunde, hier geht einiges ab. Wirklich jetzt. Ich werde euch jetzt als erstes erzählen, welche Inhaltsstoffe vorhanden sind. Hier haben wir nochmal ein größeres Fleckchen Thymian. Genau, da. Und zu den Inhaltsstoffen zu sagen, natürlich, wir haben potente ätherische Öle. Das Cavacrol und das Thymol sind potente ätherische Öle, die super gut untersucht sind. Genau. So, und diese wirken zum Beispiel antiseptisch, antibakteriell, antiviral, diese ätherischen Öle. So, und dann haben wir Gerbstoffe, zum Beispiel Rosmarinsäure und potente Flavonoide, ne? Riesenstoffgruppe. Im Ganzen wirkt diese Pflanze, in meinem letzten Video schon erzählt, was Bronchitis, akute Bronchitis, chronische Bronchitis angeht, im Ganzen wirkt diese Pflanze auswurffördernd, krampflösend, antibakteriell, antiviral und entzündungshemmend. Kann angewendet werden bei Katarren der oberen Luftwege, also zum Beispiel Bronchitis,
akut oder chronisch, Husten, trockener Husten, Keuchhusten, sowas. Und bei Verdauungsbeschwerden wirkt der Thymian ebenfalls. Und was hier so los ist, Freunde, da habe ich auf jeden Fall, das hebt sich so ein bisschen ab, wie ihr seht, da habe ich was ganz, ganz Schönes entdeckt. Kann ich euch ja mal zeigen, weil wir über Lippenblütler gesprochen haben, haben wir ebenfalls hier einen Lippenblütler. Den erkennt ihr mit Sicherheit. Den rieche ich bis hier oben. Umso länger ihr im Wald und umso häufiger ihr im Wald unterwegs seid, umso besser riecht ihr die Kräuter, die um euch herum wachsen. Ist absolut abgefahren, super wertvoll. Und das ist natürlich die Minze. Da nehme ich mir auch einen. Ja, wobei die Pflanze sieht nicht so, die steht nicht so im Saft. Nehmen wir denn mal noch welche. Da hinten leuchtet noch eine schöne durch. Genau, so. Da wollte ich mir mal für den Fußbus hier ein bisschen was einpacken. Nämlich Essig, naschig, genau, so. Ja, und jetzt ziehen wir weiter. Vielleicht nehmen wir auch mal wieder einen Weg. Ganz kurz, jetzt bin ich gerade über diese Wiese hier marschiert und da sieht man ganz, ganz klar, dass hier Tiere weiden, regelmäßig. Das sieht man hier, verbarrikadiert der Bauer. Das machen die oft mit so einem Stromzaun, einem mobilen Stromzaun, den die dann ruckzuck wieder abbauen können. Und hier lässt der Bauer seine Tiere weiden und grasen. Und hier bin ich gerade drüber marschiert. Das ist das reinste Minenfeld. Also hier ist wirklich alles voller Kacker. Und da wollte ich die Gunst der Stunde nutzen. Da wächst einfach mal Eisenkraut. Da wollte ich die Gunst der Stunde nutzen und mich beim Raphael bedanken, dass du mir diese Schuhe geliehen hast. Bei dem Mann, bei dem ich zu Besuch bin. Wirklich sensationell. Die sind super, gerade für diese Verhältnisse. Ich mache die wieder sauber. Und dieser Thymian, Thymus vulgaris, der wurde in Studien getestet. Und zwar, eine Studie habe ich im Kopf, die hat sich mit dem Thema Regelschmerzen, Menstruationsschmerzen, Dysmenorrhoe genannt, beschäftigt. Und dort folgende Schlussfolgerung der ganzen Geschichte: wirkt schmerzlindernd besser als Ibuprofen. Bei Regelschmerzen entsteht in der Gebärmutter entstehen Botenstoffe, und zwar entzündungsfördernde Botenstoffe, Prostaglandine genannt. Diese entstehen in der Gebärmutter und sorgen für die genannten Regelschmerzen. Und diese wurden gemindert, natürlich können gemindert werden mit Acetylsalicylsäure, mit Ibuprofen, mit Diclofenac, mit den Schmerzmitteln der Pharma, und ihr wisst, ich bin ein Fan, so, und können aber auch gelindert werden, und zwar besser mit Thymian oder dem kleinen Bruder und deren potenten Inhaltsstoffe. Und das ist absolut abgefahren, da gibt es eine Studie zu, und die zeigt ganz, ganz klar wieder: Mutter Natur besser als Vater Staat. Jetzt gehen wir weiter Richtung Ursprungspunkt unserer heutigen Reise, und ich habe so Spaß, hier Kräutervideos zu drehen. Absolut kreativitätsfördernd, die ganze Sache hier in Ruhe Kräutervideos drehen zu können, an der frischen Luft, ja, mit all den Mitbringseln, genau. So, jetzt weiter geht's. Die griechische Mythologie besagt, dass es sich bei dieser wunderbaren Pflanze um die Tränen der schönen Helena handelt und sprach dem Kraut magische Kräfte zu. Damals wurden Tempel atmosphärisch gereinigt, indem man dieses Kraut geräuchert hat. Und das kannst du bis heute noch machen. Dazu kommt, wie gesagt, ein Special, aber du kannst jedes Kraut, gerade Kräuter mit ätherischen Ölen, natürlich auch wunderbar räuchern, nachdem du es getrocknet hast. Das Wort Thymos bzw. das Wort Thymian stammt von dem griechischen Wort Thymos ab und bedeutet so viel wie Kraft und Mut. Was kommt denn da? Aber hier in Bayern, diese Ruhe, das ist einmalig, Freunde. Das ist wirklich
einmalig. Nichts im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen. Wollte ich nur mal kurz loswerden. Jetzt gehen wir weiter. Freunde, ich habe eine Hütte gefunden. Da, Hütte. Ich habe einen Tipp bekommen, habe die Hütte gefunden. Die schauen wir uns jetzt an und dann mal sehen, ob ich noch irgendwas zu erzählen habe. Wir bewegen uns die ganze Zeit hier am Waldrand entlang. Und ja, da steht noch ein Schild. Wald. Für die Leute, die nicht wissen, was sich hinter dem Schild befindet, das ganz grüne Zeugs und so, was da rauswächst, das ist der Wald. Das ist der Wald, Freunde. Das ist absolut abgefahren. Jetzt werden wir uns die Hütte anschauen und ja, ich habe schon was gesehen, was ich extrem feier. Wer meinen Instagram-Kanal schon mal besucht hat, ich mache nicht oft Stories, also erwartet nichts, wenn ihr auf meinem Instagram-Kanal unterwegs seid, aber ich habe einiges abgespeichert und wer diesen zwischendurch besucht hat, ich bin leidenschaftlicher Sammler und am liebsten sammle ich, am liebsten habe ich Plastik und das in Form eines Bechers. Und den hier, den habe ich auch noch gar nicht, habe ich gerade gesehen. So, und hier ist noch einer. Jetzt sind ganz viele zusammengesteckt, dann brauche ich das nicht machen. Wenn ich das hier sehe, da drüben sind Klopfer, die dich ganz nach vorne bringen. Ist also wahrscheinlich eine Abriss Ski-Party-Hütte. Wenn ich das hier sehe, man kann schon fast reingucken, wenn ich das hier sehe, was hier so vor der Hütte schon los ist, dann habe ich eine Ahnung, was drinnen abgeht. Wir werden jetzt reingehen und ja, ja, das sieht auf jeden Fall schon mal spannend aus. Wenn wir mal reingehen, nö, sieht nicht so schlimm aus. Ja, ein bisschen was, keine Ahnung, die Jugend hat Spaß. Hier ist ein bisschen was mehr. Genau, da sind noch ein paar Becher. Ja, da habe ich Spaß, da sind noch mehr Becher. Und ja, alles in allem ist es eine einladende Geschichte. Ich stelle euch mal ganz kurz auf und guck mal, ob ich das Sammelgut irgendwie mitnehmen kann. Genau, komm mal her. Das ist eine ganze Menge Kondome. 4 Kondome für die kleine Hütte. Zum Abschluss dieses Videos quatsche ich wie immer ganz lustig ins Blaue hinein und möchte mich als allererstes für die Unterstützung der letzten Monate bedanken. Von Herzen, wirklich. Ihr teilt einfach diese Begeisterung und Freude, die ich für die Natur habe, teilt ihr einfach mit mir und die Tatsache, dass ich Menschen da draußen motiviere, diese Begeisterung und Freude auszuleben, indem ihr rausgeht und euch Wildkräuter sammelt, um davon zu profitieren. Denn diese Kräuter haben keinen anderen Nutzen, keinen anderen Sinn. Sie sind einfach für uns da. Für diese Tatsache möchte ich mich am meisten bedanken, denn das ist mein Lohn. Dass die Tatsache, dass ich Videos drehen darf in der Natur und diese mit euch teilen kann und gleichzeitig Energie dafür zurückbekomme, auf unterschiedlichen Ebenen, darauf gehe ich jetzt nicht ein, ist der absolute Endgegner. Das ist die Champions League. Das ganz oberste Klasse. Und damit das so bleibt, müssen wir einfach weiterhin Videos schauen. Ich schaue auch Videos von kräuterbegeisterten Menschen. Habe schon öfters mal durchgegeben, welche Videos, welche Kanäle ich so feiere. Dieser Timo G. ist erstes. Nein, wenn ich da an Ruth Fennighaus denke, an den Herrn Stoll oder an Busch Funkistan, dann ist es eine wahre Freude. Und wenn wir uns damit beschäftigen, und wenn wir diese Leidenschaft und Freude ausleben, dann schaffen wir Veränderungen. Wenn wir Aufmerksamkeit, wenn wir uns dem Guten zuwenden, dem Guten, ihr habt die Hütte gesehen, in die ich hier reingestiefelt bin, der komprimierte Müll, die Kondome, die Becher, der Eistee, vielleicht sogar noch was drin, dann kann man den Fokus darauf richten. Kann man. Oder ich schaue die 38 Hektar drumherum an, die schöne Natur, und richte den Fokus auf das Positive und bin die Veränderung, die ich selbst in der Welt sehen möchte. Ich weiß, es ist ein Klischeespruch und ein bisschen abgeranzt, hat so einen Bart. Nein, nein, auf keinen Fall. Sei die Veränderung, die du selbst in der Welt sehen möchtest. Und ich möchte ganz gerne eine liebevolle, freudige und ja, schöne Welt haben um mich herum. Du kannst Wünsche äußern und darauf stehe ich total, auf Studien zum Beispiel zu warten, was bestimmte Kräuter angeht. Du kannst aber lange warten. Denn während sich die Grünen gegenseitig über die Straße tragen, zieht das Leben an uns vorbei. Also, ich weiß nicht, in welchem Video ich das gesagt habe. Wahrscheinlich wiederhole ich mich zwischendurch. Probiert euch aus. Vergesst nicht,
Die Pflanze wirkt als Ganzes, wir können auf unterschiedlichen Ebenen profitieren. Du kannst hier, wie gesagt, eine Tinktur machen, du kannst den Tee genießen, du kannst den Thymian wunderbar in Speisen verwenden, wunderbar in Suppen oder was man so gerne isst. Also ich esse den Thymian am liebsten mit Oregano zusammen. Der wächst hier auch überall. Und ich esse die Kräuter tatsächlich pur. Denn wenn du gesund lebst, wenn du dich bewegst, wenn du ein gesundes Mindset hast, wenn du glücklich bist, dann musst du dir wahrscheinlich auch keine Tinktur herstellen. Dementsprechend guck nicht mein Tinkturvideo, sei einfach gesund, profitier von den Kräutern, die um dich herum wachsen und das vor allem vorbeugend. Wie lange sind wir hier? Ach, das ist nur mal ein entspannter Schlussmonolog von mir. Also, profitier von der Natur um dich herum in jeder Jahreszeit. Ich werde dich dabei begleiten. Ich dachte, ich wäre der einzige Astronaut in der Gegend. Nein, die Leute wachen auf, die Leute wachen auf. Teilt das Video, teilt euer Wissen, teilt die Natur. Mit mir, mit allen anderen Leuten um euch herum. Und der Wandel geht ganz automatisch. Guck nicht zu den Schlechten, guck nicht zu dem Müll in der Hütte, dem Müll im Fernsehen, sondern beschäftige dich mit den Dingen, die dich glücklich machen. Und wenn du einen Schritt zurückgehst, gehst du nächste Woche wieder zwei nach vorne. Sei niemals böse zu dir. So, ich könnte stundenlang, du kennst mich, ich könnte stundenlang labern, du weißt, aber ich habe hier noch eine Hütte aufzuräumen, Besen rein hinterlassen, wenn ich hier losziehe. Und ja, wollte nur die Message rausschicken, dass du von der Natur profitieren solltest, weil diese Natur dafür da ist, für uns. Genau. Jetzt würde ich mich über meinen Lohn freuen. Und wenn du weiter am Ball bleibst, ebenfalls. Ich freue mich auf das nächste Video. Mal gucken, von wo aus ich dann berichte. Ich werde nächstes Jahr, und es ist gar nicht mehr lange, meine Hut verlassen. Und dann werde ich umherreisen und euch aus den unterschiedlichsten Orten, vielleicht sogar Ländern, Kräuter vorstellen. Mit Bombe. Gut, das war's mit dem Video. Habe die Ehre. Muss los. Der ist komplett voll, der Eistee, also richtig voll, also der war schon mal auf, siehst du, er hat sich ausgedehnt, Stoffwechselendprodukte drin, also eine Menge Leben, überall ist Leben, Freunde, überall ist Leben, auch in dem Eistee oder vielleicht gerade in dem Eistee. Da hat jemand probiert und sich gedacht, so, ne, mag ich nicht, lass ich für jemand anders hier. Das ist ein guter Gedanke dahinter gewesen, man kann eigentlich darauf schließen, dass da jemand nicht so weit gedacht hat, aber ganz schön weit gedacht. Für jemand anders da gelassen. So, welche habe ich auch eine Menge gesammelt und wollte nur eine Sache dazu kurz sagen, bevor ich nochmal was zum Thymian nachreiche, falls du noch dran bist. Und zwar, wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Wir produzieren aus den Rohstoffen, die in unserer Umwelt wachsen, die Rohstoffe von Mutter Natur, wir produzieren daraus Produkte, um diese dann wegzuschmeißen, damit die Wirtschaft weiter wächst. Das ist fest verankert. Das ist der Fortschritt, Freunde. Der ist nicht aufzuhalten. Da kannst du machen, was du willst. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Ist halt einfach so. Wir produzieren aus Rohstoffen und schmeißen weg. Produzieren, weg. Produzieren, weg. Produzieren, neues Handy. Produzieren, neues Auto. Produzieren, Kopfhörer kaputt. Produzieren, Plastikbecher. Produzieren, weg. Weg. Übrigens Geschmack. Waldbeeren. Waldeistee, genau. So, und das ist eine absolute Frechheit. Wir wollen uns nicht mit dem Negativen beschäftigen und es ist eine verrückte Zeit. Es wird andere Zeiten geben, wenn wir dem keine Aufmerksamkeit schenken, aber es ist absolut abgefahren. Für denjenigen, den es interessiert, wir produzieren und schmeißen weg. Produzieren und schmeißen dann wieder weg. Dann lasse ich jetzt kurz hier stehen. Ich schütte mal aus und hör mal, da ist Leben drin. So, ich bräuchte ein Kamerateam. Ich weiß nie, wie ich die Kamera hinstellen soll. So, ich werde den jetzt kurz ausschütten und da werde ich den Müll reintun und dann suche ich mir so eine, wie heißt das? Mülltonne und da schmeiß ich das rein. Genau, so sieht's aus. So, ich bin fertig. Genau, der nächste, der hier reinkommt, ja, da sind noch ein paar Scherben drin und so. Kann ich nicht wegmachen, ich kann die Welt nicht alleine retten. Wir haben meinen Teil dazu beigetragen, ich habe hier
2 Liter Müll gesammelt und ein paar Becher, die ich sammle leidenschaftlich. Und ja, jetzt nehme ich noch die 4 Kondome da weg. Also die Packungen von den Kondomen. Und dann hat der Nächste schon wieder ein komplett anderes Bild, wenn er hier reingeht. Der denkt dann nicht, diese Gesellschaft, diese Wegwerfgesellschaft, so wie der Typ, der vorher hier drin war, moah. Sondern der denkt, schöne Hütte. Schöne Hütte, hier mache ich mal eine Pause. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, guten Morgen und bis demnächst. Wir sehen uns ganz sicher.